Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Random Life und heute sind wir wieder in einer Großstadt im hohen Norden unterwegs und wir werden uns heute einen Bunker anschauen und ich hoffe mal, dass wir da reinkommen. Ja, seid gespannt, was euch da erwartet. Das, was euch da erwartet, zeige ich euch ganz kurz in einem kurzen Intro. Stimmt, aber an der Stelle noch nicht. Olli? Hochheben können? Jo, das ist. Sieht gut aus, mein Freund. Hi Leute, was geht ab? Also jetzt sind wir hier am Eingang. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, weil hier direkt die Hauptstraße dran ist. Und da gehen wir jetzt einmal rein. Sehr schön, danke. Also hier sind wir reingekommen, mussten das Gitter hochheben, das war zum Glück offen. Und dann sind wir hier in dem Bunker drin. Und direkt hier am Anfang, richtig krass, betreten bei Fliegeralarm oder Flakbeschuss gestattet. Unbefugten Betreten wird bestraft, der Polizeipräsident. Unnormal. Unnormal. Und direkt hier schon die ersten Relikte aus der damaligen Zeit oder aus der Nachkriegszeit. Das kann ich nicht mehr ganz genau erkennen. Aber so oder so, die Sachen sind alt und unglaublich. Und das, wie gesagt, ist erst der Anfang. Also das, was euch jetzt gleich erwarten wird, unvorstellbar. Was diese Plastikdinger sollen, keine Ahnung. Also das Sieb ist auf jeden Fall alt. Und hier Gasschleuse, alte Stromverteilung, Stromkabel sind auch noch da. Schleuse und ein alter Stuhl. Abnormal. Alte Schuhe. Das wird nicht der erste und auch nicht der letzte sein hier. Und eine alte Schaufel für Kohle. So, gehen wir mal weiter in das Bauwerk rein. Und das, was wir hier sehen, ist schon ziemlich krass. Altes Kochgeschirr, alte Flaschen, Eimer. Alte Flaschen, hatte ich gerade schon gesagt. Also wenn man sich hier mal Zeit nimmt, alles zu durchforsten. Was ist das denn hier? Ein Nissan, altes. Krass. Guckt euch das mal an. Das ist wahrscheinlich zum Schleifschneiden gewesen. Das liegt hier einfach auf dem Boden rum. Weitere Flaschen, ein alter Stuhl. Und natürlich der obligatorische Schuh. Also ohne Maske ist das hier nicht auszuhalten, wegen der Schwebeteilchen. Hier wurde auch gezündelt. Auch wieder Schuhe. Ein alter Koffer. Ich würde sagen, der ist richtig alt. 50er Jahre vielleicht. Und hier, schaut mal hier. Luftschutzraum Nummer 1. Wir befinden uns also jetzt in Luftschutzraum Nummer 1. Zählen wir mal gemeinsam mit, wie viel es gleich geben wird. Ich war auf jeden Fall überrascht, wie groß dieser Bunker ist. Ja, der Koffer ist definitiv nicht alt. Der wurde wahrscheinlich gestohlen oder so. Oder zurückgelassen.
Ja. Hier in der Ecke liegen weitere Flaschen. Medizinische Drogen. Drogene. Also auch das ist sehr alt. Und noch weitere Schuhe. Ja, hier waren mal Bunkertüren drin. Da sieht man mal, wie so eine Bunkertür von innen aussieht. Ist anscheinend einfach nur Drahtgeflecht. Wusste ich auch nicht. Hätte gedacht, dass sie ein bisschen stabiler sind. Ja, und direkt das nächste Interessante. Vorsicht, Glas. Ich denke, man kann es lesen. Das sind kleine Röhrchen mit Aromen. Man riecht heute nichts mehr, aber diese ganzen gebrochenen Glasflaschen sind Aromaglasflaschen. Mal die Lampe eben drehen. Entschuldigt bitte. Hier weitere Aromafläschchen. Die sind garantiert aus der Nachkriegsnutzung. Die werden nicht aus dem Ersten, also aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Ich denke, das ist Schuhwichse. Und auch hier wieder ganz viele Aromafläschchen. Wir gehen weiter. Hier ist ein alter Stuhl. Alter, altes Fass wird das mal gewesen sein, das existiert heute nicht mehr. Und irgendwelche Füße von ja, Regenschirmen. Ah ja, Luftschutzraum Nummer 3. Wir sind bis jetzt also bis in den dritten Luftschutzraum gekommen. Und hier steht ein alter Kamin. So, wir gehen weiter. Hier gibt es eine alte Waschwanne. Eine alte Leiter. Und hier sind wir schon in Luftschutzraum Nummer 8. Auch hier wieder, ich denke, das ist eine Lampe gewesen. Ja, hier sind unglaublich viele Relikte aus der Kriegszeit und aus der Nachkriegszeit. Wie gesagt, schwierig zu sagen. Und da wir ja immer an allem rumfummeln, sind hier, wie gesagt, Schwebeteilchen in der Luft. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ganz schlimm, ganz katastrophal. Und hier haben Obdachlose gelebt oder wohnen vielleicht auch noch. Die haben wahrscheinlich keine Lust mehr auf die ganzen Lost Placer, die immer reinkommen. Hier ist auf jeden Fall die Nummer 7. Stellt euch mal vor, ihr müsst hier übernachten. Katastrophe. Weiter. Das hier ist der zweite Ausgang oder Eingang, je nachdem, wie man das sagen möchte. Und hier haben wir nochmal die wunderbare Schrift. Noch nie gesehen. Unbefugtes Betreten wird bestraft. Ja, früher wurde alles bestraft. Zwei Eimer, ja sogar drei Eimer in verschiedenen Größen. Verschiedene andere Behältnisse. Hier noch weitere Eimer. Hier hat wahrscheinlich auch jemand gesessen oder geschlafen. Noch ein Eimer. Und so sieht die Bunkertür aus, wenn sie heil ist. Ja, und da drin ist dieses Drahtgeflecht. Ja, wahrscheinlich aufgrund der Materialknappheit wurde damals so gebaut. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Unfassbar. Ja, hallo Leute. Also wir haben jetzt ungefähr die Hälfte vom Bunker gesehen. Ich denke, die Bilder sprechen für sich. Das Ding ist wirklich richtig krass und macht auch richtig Spaß, hier sich umzuschauen. Und ich werde jetzt noch mit euch ein bisschen durch den Bunker gehen und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und ja, genießt die Bilder.
Hier sind wir schon im Luftschutzraum Nummer 12. Auch hier wieder endliche Relikte. Ja, wenigstens haben die Obdachlosen nicht hier hingekackt und gepinkelt. Ein Schürhaken. Boah, ein Rohr. Also die Zeitungen sind von 1954, die meisten. So, hier sind wir schon in Nummer 18. Das bedeutet, wir haben hier 18 Räume. Schaut euch das mal an. 18 Räume. Auch hier wieder Schuhe, allerdings moderne. Ein alter Sessel, der ist auf jeden Fall alt. Und da ist wieder diese Tür. Interessant ist diese Flasche hier. Die gefällt mir. Rasiercreme, aber nicht nur eine oder zwei, sondern ohne Ende. Coro Shave, yeah. Und hier auch, schaut euch das an, mega alt. Was haben wir hier? Oh, wahrscheinlich Schuhwichse oder so. Ja, hier werden wahrscheinlich die Toiletten sein, aber auch sauber. Aber das waren natürlich ursprünglich mal die Toiletten. Hier waren wir gerade schon, dann kommen wir wieder zurück, vorbei an den Toiletten. Boah, krass. Und hier Kinderspielzeug, ohne Ende Kinderspielzeug. Ich versuche das mal in die Hand zu nehmen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Jetzt wisst ihr, glaube ich, wie das funktionieren sollte, das Spielzeug, ne? Ich versuche es mal in die andere Hand zu nehmen. Krass. Oder hier. Schuhwichse. Ohne Ende. Pfeifenköpfe. Noch mehr Spielzeug. Hier waren wir noch nicht drin. Ein alter Koffer. Ein richtig alter Koffer. Dann wieder hier die Schuhwichse. Richtig viel Schuhwichse. Krass. Unnormal. Unnormal, was hier alles zu finden ist. Brushless Shaving Cream. Molle. So, dann gehen wir mal hier lang. Was wir hier noch haben. Ah, ein altes Bett. Schaut euch das mal an. Ein altes Bett. Auch hier. Alles voll. Hier hat es wie gesagt gebrannt. Und dann gehen wir mal hier links. Genau, hier ist ja der Eingang. Wir gehen jetzt mal von dieser Seite in das Gebäude. Also ihr seht, wie groß das Gebäude ist, beziehungsweise dieser Bunker. 9. Luftschutzraum. Auch hier eine alte Werkbank zu sehen. Alles noch da. Alles noch da. Oh ja, hier ist auch noch gut was zu erkennen. Beziehungsweise hier waren wir schon. Das ist der 10. Den haben wir schon gesehen. So, ich glaube, Leute, wir haben soweit alles gesehen. Genau, das haben wir auch schon gesehen. Meine Lieben, es geht raus.